Uralt ist die Kultur der Rebe in Südtirol. Funde, die in jüngster Zeit gemacht wurden, weisen darauf hin, dass bereits mehrere Jahrhunderte vor Christus bei uns Reben angebaut wurden. Der zur Zeit unserer Väter noch übliche Holzbergelbau ist da und dort bis heute erhalten geblieben. Damals standen die Reben alle auf eigenem Fuß und das heute allgemein übliche Veredeln auf eine Unterlage war völlig unbekannt. Auf dem Boden unserer Heimat gedieh der Wein auf allen sonnigen Hängen und gab den Menschen Arbeit, Verdienst und viel Freude. Aber dann wurden die Reben plötzlich von einem schlimmen Feind bedroht. Aus Amerika war die Reblaus eingeschleppt worden. Seit ungefähr 1850 verwüstete sie die Weinberge Frankreichs und in Südtirol sind die ersten Schäden 1901 festgestellt worden. Die auf eigenem Fuß stehenden Reben wurden von der Reblaus vernichtet und heute noch zeugen im unteren Eisacktal zahlreiche leerstehende Weinbergterrassen von diesem Vernichtungswerk. Durch den wirtschaftlichen Notstand dieser Gegend war eine Erneuerung der Weinberge mit Pfropfreben, die gegen die Reblaus widerstandsfähig sind, unmöglich. Auf diesen trockenen, sonnigen Hängen ist außer dem Anbau der Rebe keine andere Kultur wirtschaftlich. Dort, wo auf Pfropfreben umgestellt wurde, finden wir blühenden Weinbau. Wo das nicht geschehen ist, breitet sich die Reblaus weiter aus. In den auf eigenem Fuß stehenden Weingärten entstehen immer neue Reblausherde, sodass diese Anlagen schrittweise der Vernichtung anheimfallen. Die Reblaus befällt die Wurzeln der Rebe. Die Europäerrebe geht dabei zugrunde. Die Amerikanerrebe übersteht diesen Angriff. Die gesunden Wurzeln unterscheiden sich von den kranken dadurch, dass diese zahlreiche krebsartige Wucherungen aufweisen, die dann faulen und die Pflanze zum Absterben bringen. Bei den amerikanischen Reben hingegen verkorken die Stichstellen sehr rasch, wodurch das Eindringen von Fäulniserregern verhindert wird. Wenn auch die Rebe nicht anspruchsvoll ist, braucht sie, soll sie hohe Erträge bringen, die Pflege des Menschen. Hat ein Weingarten 30 bis 40 Jahre lang gedient, ist seine Erneuerung fällig. Es wäre notwendig, dass, so wie hier, der Boden vor einer Wiederbepflanzung mit Reben einer mehrjährigen anderen Nutzung zugeführt wird. Verfolgen wir nun den Werdegang des Rasels im ersten Jahr weiter. Die jungen Rebtriebe sind zunächst in der üppigen Zwischenkultur kaum sichtbar. Während sie heranwachsen, sind die Lockerung des Bodens und die Bekämpfung des Unkrautes wichtige Pflegemaßnahmen. Um die normale Entwicklung der Fuß- und Seitenwurzeln zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich das Edelreis von der Unterlage freimacht, ist die Beseitigung der Schwebewurzeln notwendig. Die mechanische Bodenbearbeitung setzt sich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit immer mehr durch. Zur Schonung der so wichtigen Bodengare soll jedoch die Fräse nur dann eingesetzt werden, wenn andere Bearbeitungsgeräte das Unkraut nicht mehr bewältigen können. Die jungen Pflanzen müssen auch vor Schädlingen geschützt werden. Der Hauptschädling ist die Peronospora. Sie wird durch wiederholtes, sorgfältiges Spritzen bekämpft. Sobald die Triebe so lang sind, dass sie am Boden liegen, werden sie aufgebunden. Dann können die Blätter auch beim Spritzen von allen Seiten benetzt werden. Die Reben haben ihn gut überstanden. Im Herbst wird zur Humusversorgung des Bodens mit Stallmist gedüngt, der in den Boden eingearbeitet wird. Der Humus ist weniger ein Nährstoff für die Rebe, als vielmehr für die so wichtigen Bodenlebewesen. Er fördert den Garezustand und reguliert den Wasser- und Nährstoffhaushalt des Bodens.
Im zweiten Jahr werden die Reben gestiefelt. Zu diesem Zwecke werden Säulen geschlagen und 2 bis 3 Drähte gezogen. Zu jeder Rebe wird das sogenannte Stiefelreis gesteckt und an den Drähten festgebunden. An diesen Reisern können sich die Triebe hochranken. Der Trieb der Jungrebe wird auf 2 Augen zurückgeschnitten. Im Frühjahr wird der Boden gepflügt und die im Herbst mit Erde zugedeckten Veredelungsstellen werden freigelegt. Gegen Ende Mai sind die Triebe so groß geworden, dass man an das Schabigen geht. Im dritten Jahr sind die Reben so weit entwickelt, dass nun das Pergelgerüst aufgestellt werden muss. Noch herrscht in unseren Weingärten der Pergelbau mit Holzsäulen vor. Aber immer häufiger werden Betonsäulen verwendet, denn sie sind auf lange Sicht gesehen wirtschaftlicher. Auf jedem Weinhof ist stets ein Teil des Weingartens in Erneuerung begriffen und Reben verschiedener Altersstufen findet man nebeneinander. Werden die Reben entsprechend gepflegt und gezogen, ist der Behang im dritten Jahr bereits so schön. Die Erträge beginnen nun, Mühe und Aufwand zu lohnen. Der Weingarten tritt in die Zeit seines Vollertrages. Bei dem hierzulande üblichen Pergelbau besteht der Rebschnitt darin, dass je nach Wuchskraft des Stockes eine oder mehrere Tragruten und Ersatzzapfen, auch Daumen genannt, angeschnitten werden. Hier die geschnittene Rebe mit Daumen und Tragruten. Eine neue Richtung empfiehlt, statt der einzelnen langen Tragruten und Daumen mehrere gut verteilte kürzere Tragruten zu belassen. Im Frühjahr vor Vegetationsbeginn werden die Reben gebunden. Dabei ist es wichtig, auf eine gute Verteilung der Tragruten zu achten. In Südtirol ist diese Arbeit ausschließlich den Frauen vorbehalten. Das Binden ist für den Betrieb eine zeitraubende Arbeit und alle Versuche, sie wirksam zu mechanisieren, sind bisher fehlgeschlagen. Sobald man im Frühjahr sieht, welche Triebe Gescheine tragen und welche nicht, beginnt man mit dem Schabigen. Wird dabei nicht sachgemäß vorgegangen, wirkt sich das auf den nächstfolgenden Rebschnitt aus. Früh schon setzt die Schädlingsbekämpfung ein, zuerst mit Schwefel gegen Oidium. Gleichzeitig müssen der Boden gelockert und die Veredelungsstellen freigelegt werden. Wo der Pflug eingesetzt werden kann, erleichtert er diese Arbeiten. Während der ganzen Vegetationszeit sind die Reben von Schädlingen bedroht. Die Schädlingsbekämpfung darf deshalb bis zur Reife der Trauben nicht vernachlässigt werden. Den nicht bearbeiteten Teil überlässt man einer natürlichen oder gelenkten Berasung, unter der sich eine schöne Humusschicht bildet.
Das altvertraute Ochsen- oder Pferdegespann, das jahrhundertelang dem Weinbauern seine schwere Arbeit erleichterte, muss im Zuge der Rationalisierung nunmehr der Maschine weichen. Wo die Maschine nicht eingesetzt werden kann, bleibt dem Bauern mühevolle Arbeit zu verrichten. Die Schädlingsbekämpfung ist im Verhältnis zum Alter des Weinbaus eigentlich recht jung. Noch vor ungefähr 100 Jahren beschränkte man sich darauf, die Maikäfer und Rogaten, das sind die Raupen von Nachtschmetterlingen, abzuklauben und Vogelscheuchen aufzustellen. Allerdings waren damals weder unsere heutigen Hauptschädlinge noch die Bekämpfungsmittel bekannt. Es wird dem Weinbauern allerdings nie gelingen, die Schädlinge auszurotten. Wenn man die Bekämpfung erfolgreich durchführen will, ist es notwendig, das Auftreten der Schädlinge zu beobachten. Zur Bekämpfung der Pilzkrankheiten stehen neben den altbewährten Fungiziden der Schwefel- und Kupferkalkbrühe neue, leichter anwendbare Mittel zur Verfügung. Entsprechend den Spritzmitteln hat sich auch die Spritztechnik erst entwickeln müssen. Mühsam und wenig wirkungsvoll war das Verspritzen der Kupferkalkbrühe mit einem Strohwisch. Wirkungsvoller waren schon die ersten Versuche, den Schwefel zu verstäuben. Gegen Peronospora wird teilweise heute noch die altbewährte Kupferkalkbrühe verwendet. Mit der Entwicklung der Spritzmittel Hand in Hand ging auch die Entwicklung der Spritzgeräte. Die alte gute Spritzbundel, die lange Zeit ihren Dienst geleistet, aber auch viel Schweiß gekostet hat, ist heute pensionsreif. Auch dem Rückenschwefler ergeht es nicht besser. Die tierbespannte Motorspritze war ein wesentlicher Fortschritt gegenüber der Rückenspritze. Mühelos wird mit dem Sauger das Spritzfass mit Wasser gefüllt. Die Spritzarbeit erfolgt im Schlauchzug mit Hilfe eines Handverstäubers. In Hanglagen, vor allem dort, wo die Reben in Niederbau gezogen werden, findet das Rückensprühgerät vielfach Verwendung. Damit können sowohl Spritz- als auch Stäubemittel ausgebracht werden. Bei Einsatz dieser Geräteart muss die Konzentration der Spritzbrühe erhöht werden. Diese leistungsfähigen Geräte haben sich in der Praxis vielseitig bewährt. Wo es die Anlage gestattet, fährt man heute mit dem Schlepper durch die Weinpergeln und verstäubt oder versprüht die Bekämpfungsmittel. Das vereinfacht und erleichtert die Arbeit wesentlich. Bevor das Wimmen beginnt, ist in den Höfen der Weinbauern ein emsiges Treiben zu beobachten. Transportfässer, Bottiche, Zummen, Wimmschaffeln und alle anderen Geräte, die zur Weinlese dienen, werden vorbereitet. In aller Frühe schon herrscht auf den Straßen, die zu den Weinbergen führen, Hochbetrieb und die der Weinlese eigene Stimmung liegt schon in der Luft. Die Weinernte beginnt nun.
Hier sorgt einer vor allem einmal für sich selbst. Alljährlich kommen zur Weinlesezeit hilfsfreudige Wimmerinnen und Wimmer aus den Bergtälern und sogar aus den Städten, um den Weinbauern bei der Lese zu helfen. Keine Erntearbeit ist so beliebt wie die Traubenlese, obwohl sie beschwerlich ist, denn ganz von selbst wird sie auch zu einer Traubenkur. Die Marent im Schatten des Weinlaubes schmeckt doppelt so gut wie zu Hause. Erfolgt der Transport des Erntegutes statt in Bottichen in Fässern, die den schwierigen Namen Kaschkelt tragen, dann werden die Trauben schon im Weingarten gemostet. Schwer beladen strömen die Fuhrwerke zu den Kellereien, wo das Lesegut zur Weinbereitung dem Kellermeister anvertraut wird. In den steileren Lagen haben die Lastkraftfahrzeuge nichts mehr zu suchen und selbst der Traktor kann das Pferdegespann nicht überall ersetzen. Der Protzen, das Schleifenfuhrwerk, ist in den steilsten Lagen auch heute noch ein gebräuchliches Transportmittel. Hier wird das beschwerliche Zumentragen durch eine einfache Seilbahn wesentlich erleichtert. Der Weinbauer hat nun seine Arbeit getan. Traditionsgetreue Kellereien harren nun ihrer Aufgabe, der sie mittels der fortschrittlichen Einrichtungen leicht gerecht werden. Fuhrwerke verschiedenster Art, von flinken Pferden, langsam trottenden Ochsen oder lärmenden Motoren gezogen, stauen sich vor den Kellereien. Dort lädt der Weinbauer mit jeder Fuhre seiner wertvollen Last auch eine schwere Bürde Sorge ab, die er ein ganzes Arbeitsjahr um seiner lieben Reben willen getragen hat.
Wallend und schäumend quillt die Maische aus den Lieferfässern in bereitgestellte Bottiche und Tröge. Der Zuckergehalt der Maische ist sehr wichtig, denn aus dem Zucker entsteht bei der Gärung der Alkohol. Deshalb wird dem Bauern die Maische nach der Zuckergradation bezahlt. Das ist ein Ansporn, nur vollreife Trauben zu ernten. Gierig frisst die Traubenmühle das Lesegut in sich hinein und gibt es der Rebelmaschine zum Entfernen der Kämme weiter. Die Bestimmung des Zuckergehaltes wird für jede Fuhre getrennt vorgenommen und auf dem Lieferschein vermerkt. Das kostbare Gut ist nun der Sorge des Kellermeisters anvertraut. Seinem Fleiße, seiner Kunst und St. Urbans Segen danken wir, wenn in den ersten Wintertagen der neue Wein als Freudenspender und Sorgenbrecher in unseren Gläsern funkeln wird. Die Vogelscheuche dreht sich im Herbstwind über leeren Pergeln, in denen nur noch einzelne Trauben hängen, die beim Wimmen übersehen wurden.